da ist es. Das sind Sagen, das sind Mythen, das ist ein Brauchtum. Da werden wir viele neue Sachen wiederentdecken und uns nochmal gruseln, wie als Kinder. Und ich als Kraxelmann hätte auch nach Früchtchen wie mir Ausschau gehalten. Ich warte immer wieder darauf, dass mich irgendwas überrascht und ich sehe, es ist doch nicht alles so erklärbar. Ich habe sowas in der Art in Deutschland noch nicht gesehen. Macht's gut zu, ihr lieben Leute. So hoch wie der Percht springt, so hoch wächst das Getreide im nächsten Jahr. So heißt es bei den Kirsten und den Perchten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was redet der Tom da? Und warum erzählt er von einem Verein aus seinem Heimatort? Und warum hat er so eine furchterregende Maske auf? Dem sei gesagt, Brauchtum ist lebendiger, als so mancher denken mag. Damit herzlich willkommen zur Premiere der Paramount Plus Serie Kohlraben Schwarz. Die erzählt von gruseligen Dingen, die über uns kommen. Ja, so erzählen es zumindest Tommy Krappweis und Michael Kessler in ihrer neuen Serie. Aber bevor ihr jetzt zu viel Angst habt, ins Bett zu gehen. Perchten können auch ganz lieb sein. Und wie viel darüber und über Brauchtum die Darsteller wissen, das schauen wir uns jetzt an. Wir sprechen da über alte Mythen, Sagen, Brauchtum. Warum eigentlich bayerische Geschichten? Naja gut, ich komme hierher, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne ein paar von den Geschichten und die sind einfach nah bei mir. Und ich kann immer am besten, ich denke, das ist wahrscheinlich für alle Menschen, die schreiben so, am besten Dinge erzählen, von denen ich was weiß. Das war ja wie so eine Klassenfahrt für uns alle, wie so eine Reise durch ganz Bayern, durch alle Mythen und Sagen. Und ja, also das war so toll, das alles gemeinsam so erleben zu dürfen, was wir da gemacht haben. Irgendwann ging mir das mal durch den Kopf ganz spontan. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, dass so alte deutsche Sagen gestalten. Und ich dachte immer so an Rübezahl und so weiter. Diese Figuren, die wir alle kennen und dass die irgendwie jetzt im Hier und Jetzt wieder auftauchen. Vor was hattest du denn als Kind selber Angst? Vor dem schwarzen Mann, lustigerweise. Obwohl ich den jetzt nicht in der Erziehung vorgehalten bekam, wie man das früher machte. Wenn du nicht brav bist, kommt der schwarze Mann. Aber den hatte ich komischerweise als unheimliche Fantasie vor mir. Und Märchen sind gruselig. Märchen sind brutal und blutrünstig. War bei mir jetzt gar nicht unbedingt die Märchen, weil die fand ich toll. Es war eher als E.T. kam, der Film. Da weiß ich noch, der rote Finger, der dann in der Nacht plötzlich ankam. Oh. Mein älterer Bruder hat gerne Horrorfilme geguckt und er war ein Halloween-Fan. Und Michael Myers hat mir extreme Angst gemacht. Gegruselt habe ich mich eigentlich, ich weiß nicht, das haben viele Kinder in der Zeit gehabt, dass man entführt wird. Und dann hat man immer so unter der Decke immer nur nicht das Bein raus, die Hand raus, immer so, dass alle Gliedmaßen drin sind. Ich habe immer Angst gehabt, dass da so ein böser Wolf kommt, wirklich, der in der Ecke ist. Ich habe den gesehen vom Schrank, da war es so dunkel. Ah, wisst ihr. Pass auf, ich habe was mitgebracht. Original Maske aus Kirsten der Perchten. Da geht es um Gut und um Böse auch teilweise. Und es ist nicht alles nur zum Fürchten, muss man dazu ja, sagen. Gerade bei der Perchter ist das Spannende, dass sie ja, also je nachdem, wo man hinschaut. Ne, es sind ja verschiedene Iterationen von der Perchter und auch verschiedene Namen und so weiter. Aber was ich toll finde, ist, dass sie ein bisschen Frau Holle-esk ist, dass sie nämlich belohnt, aber auch bestraft. Wobei Kinder das ja gar nicht so empfinden wie wir Erwachsene, weil wir natürlich schon eine ganz andere Vorstellungskraft haben. Aber ich finde es schon gut, wenn man das alles wirklich weitergibt und auch erzählt, aber natürlich jetzt nicht so, wie es bei uns im Film ist. Ich würde das meinen Kindern auf jeden Fall erzählen. Es ist eine Mystery-Serie. Du kannst auch Comedy, habe ich mir sagen lassen. Aber wie verbindet man diese zwei Themen? Ja, ich habe viel Comedy gemacht und viele Leute werden natürlich denken, ah, der Kessler spielt mit, das wird ja wahnsinnig lustig. Nee, wird's nicht. Also es wird was zum Schmunzeln geben, aber ich spiele eine ernste Rolle. Also es ist nicht so, dass jemand irgendwo ausrutscht und dann ein lustiges Geräusch drauf liegt, ja, Bernd das Brot, der macht Obi und dann fällt um, sondern es ist in den Figuren, dass sie mit Stress zum Beispiel durch Sprücheklopfen umgehen, dass sie einander kabbeln und da halt sehr schlagfertig sind. Da ist der Humor. Und so gut wie überhaupt nie ist es irgendwie irgendwas von außen. Ich glaube, dadurch, dass Mystery ja sowieso etwas Übernatürliches ist und etwas Verrücktes, entsteht die Comedy von ganz alleine. Und weil der Humor nur aus den Figuren kommt und authentisch ist, denke ich, funktioniert's. Es gibt Museen, Märchenbücher und jetzt auch eine neue tolle Serie, in der Brauchtum und alte Sagen frisch erzählt werden. Ja, Kohlraben Schwarz. Damit bleibt mir nur noch, euch eine gute Nacht zu wünschen. Ja, passt mal auf die Frau Perchter auf.
Wir sehen uns in euren Träumen, wenn ihr brav bleibt. Kohlrabenschwarz auf Paramount Plus.